Eigentlich darüber über Nintendo, PlayStation Sachen, aber Amiga ist auch schon so interessant. Amiga ist richtig cool. Ja, ja, das sind richtig coole Spiele. Ja. Guck mal, die wollen das gar nicht loswerden, merkst du das? Oder die wollen gut verkaufen. Ja, aber die haben es tatsächlich auch getestet und die mussten erstmal kennenlernen, was ein Joystick ist und so. Die kennen ja nur Controller. Ja, ja. Wie viele hast du denn da überhaupt? So, ist ja, kurz mal im ist ja, ist ja, ist ja vor meiner Zeit sogar noch. Aber da habt ihr noch eine Wii stehen? Habt ihr, ja, noch, habt ihr noch Spiele dafür? Ja, da bin ich ganz sicher, das alles rauszukramen. Ja. Aber eigentlich gehe ich eher so auf Gameboy, Nintendo, Playstation, sowas. Gameboy haben wir noch einen ganz alten. Ja. Aber der, ja, ja, den würden wir günstig. Ich repariere die. Ja? Ja, ja, ich repariere die. Cool. Dann ist das vielleicht interessant. Ja, also ich mache die wieder später. Hast du noch Spiele dafür oder hast du nur die? Nur das Gerät selber. Nur das Gerät selber. Und ja, das Display ist irgendwie, hat es. Achso, das ist, ja, es ist so ein bisschen enger, ne? Mhm. Ups. Genau. Und die Scheibe. Ist egal, die Scheibe habe ich, kann ich neu machen. Das ist nicht das Problem. Ja, was wollt ihr denn für das Ding hier haben? Was wird es denn dafür geben? 20? Achso. Wir üben noch. Ihr übt noch? Ja, eigentlich seid der Verkäufer am ersten Preis, das ist wohl so. Ja. Aber anders, was wolltest du für Amiga haben? Ja, für Amiga wollte ich schon 2,70 haben. Ich habe jetzt bei eBay geguckt. Das glaube ich. Das glaube ich, weil das Alter, ist, man sieht sie nicht mehr so oft. Und vor allem hat der die in 1 Megabyte RAM-Erweiterung. Wahnsinn. Damit die Uhr sich das Ganze auch merkt. 1 Megabyte, das ist geil, oder? 1 MB. Ja. Ich meine, wenn du guckst halt auf die Disketten, auch noch kriegst du heute gar nichts mehr drauf. Nicht mal wirklich. Mein erster Rechner hat 350 MHz. Ja. Das ist ein. Das ist schon schnell gewesen. Wir hatten 486er als ersten Rechner. Ja, mein Bruder hatte 64 MHz. Der hat ihn angemacht, ist essen gegangen. Genau. Und dann ist er nach oben gegangen und selbst dann war er noch nicht hochgefahren. Selbst dann hat er noch meistens noch eben kurz gewartet. Und dann irgendwann, okay, er lädt nicht mehr, jetzt kann ich machen. Mhm. Ja, also. Und heute machst du an, ich glaube, eine Minute ist er hochgefahren. Ne? Mhm. Oder zumindest so hochgefahren, dass du was machen kannst. Ja, ja, ja. Das ist echt krass, wie es weitergeht. Amiga erstmal noch nicht, aber den hier 20? 20. Ja. Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Spätporn Retro Games World oder mittlerweile einfach nur noch Retro genannt. Ja Leute, ich war wieder auf dem Flohmarkt, aber dieses Mal war ich nur auf einem Dorfflohmarkt. Und ich musste dort auch sehr spontan wieder weg, leider. Weil ich musste arbeiten. Ja, blöd gelaufen. Ich hatte also insgesamt nur 2 Stunden Zeit, über diesen Dorfflohmarkt drüber zu gehen. Aber Leute, in dieser Folge, es hat sich trotzdem gelohnt. Alles, was ich gefunden habe, innerhalb von 2 Stunden habe ich diese ganzen Sachen gefunden, die ihr heute in dieser Folge seht. Den ersten Fund habt ihr gerade schon gesehen und es hat richtig gut angefangen. Da hat eine Frau auch schon aufgebaut, früh aufgebaut. Und sie hatten auch einen Amiga stehen gehabt. Commodore Amiga. War aber leider zu viel, 270 Euro, ich weiß nicht, wo die liegen, da habe ich auch keine Ahnung von, aber interessant war es auf jeden Fall, so ein Ding mal zu sehen. Und aber nichtsdestotrotz hat sie dann noch, hatte der Mann von ihr noch einen Gameboy gehabt und er sagte, der Gameboy ist nicht ganz, er hat einen leichten Defekt und hat er sie angemacht und der Gameboy hat Längsstreifen. Das ist nicht so schlimm, das kann man schnell wieder reparieren, das kriege ich auch schnell wieder repariert, aber er ist auch noch ein bisschen vergilbt, ich zeige euch das mal. Der ist so ein bisschen vergilbt, verstaubt, also nichts Wildes und er hat nur Streifen, aber ansonsten funktioniert er. Die Scheibe ist auch schon mittlerweile locker. So, ansonsten ist er wirklich wie geleckt. Es ist aber auch ein Dachbodenfund und man kann sehen, wie viel Staub da drauf ist. Und geeinigt haben wir uns bei dem Gameboy. Ich habe einfach 20 Euro gesagt, die haben es direkt angenommen. Darüber bin ich glücklich und ich würde sagen, Leute, ab zur nächsten Szene. Ja. Ich muss heute ein bisschen früher anfangen, weil ich muss um 11 Uhr bei der Arbeit sein. Ich glaube, das müssten alles PS3-Spiele hier sein. Genau. Und das sind, glaube ich, hier ist gemischt PS4. Hier ist auch PS3. Genau. Du hast auf jeden Fall gerne Call of Duty und GTA gespielt. Ja, das ist korrekt. Ja. Wie die meisten. Die Klassiker. Und ein bisschen FIFA. Und FIFA, genau. Aufregend, bis der Tisch kaputt also, war. Eigentlich alles das, was so nicht so viel also am Bild gestiegen ist. Ja, absolut. Na. Und Rennspieler und FIFA-Spieler, so, ja.
Oh, FIFA, da hast du auch die ganze Reihe gespielt, ne? Ja, aber dann ging es irgendwie. Gibt es 2014 noch für? Zu aggressiv gemacht. Gibt es 2014 noch für die PS3? Oder sind das schon alle? Doch, nee, 14 gab es auch noch. Ja, ja, das gibt's wohl, aber ob es für PS3 ist, weiß ich jetzt gerade. Ich glaub, ah, wohl. Das ist eine gute Frage. Ich glaube wohl, ne? Ob das schon PS4 war. Aber leider habe ich die Spiele schon alle. Ja, aber das sind halt die Klassiker, ne? Also, ja, ich sammle seit 20 Jahren, ne? Und ja, gut, kannst dir vorstellen, ne? Und dann, man hofft immer noch, dass man aber so auf dem Flohmarkt was findet, aber ja, meistens ist es. Ich habe heute noch einen Gameboy gerade eben gefunden, das ist natürlich geil. Ja, wir haben. Meine Frau hat irgendwie noch einen alten Gameboy und als Gameboy-Spiel, Pokémon oder so, keine Ahnung. Ja. Aber. Wenn du das loswerden willst. Ich guck mal kurz. Ich glaube, ich weiß sogar, wo es ist. Ich schau mal kurz rein. Ja. Und? Nur noch das Spiel? Eins habe ich gefunden. Aber ich kann ja nachher auch wiederkommen. Wenn du ja, hast, genau. Ne? Also ich glaube, das Gelbe hat es auch noch, aber das ist ja schon die. Ja, auch schon abgeranzt. Ein Zehner steht drauf. Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich. oder habt ihr damals 10 Euro dafür bezahlt? Das kann sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ist schon ein bisschen abgeranzt. Ja, absolut. Aber das Gelbe liegt auch noch irgendwo. Aber genau, meine Frau kommt mir gleich wieder, dann. Ja, wieder sind. Komme ich einmal rüber. Genau, dann liegen hier bestimmt noch ein paar mehr Sachen. Ja, wenn du kannst auch eben kurz zurückbringen. Ich fahre jetzt eh rum, es ist eh fast keiner aufbauen. Ja. Na, also ich bin dann wahrscheinlich in einer halben Stunde oder 20 gut. Minuten wieder hier. Ne? Denk ich mal. Ja. Na? Mach ich. 5? Ja, können wir machen. So, ach, da ist er ja auch schon. Jawohl. Gefunden. Mhm. Gefunden. Nur leider das gelbe Pokémon-Spiel, ne? Ja. Aber zumindest den. Alte Batterien drin? Ja. Also, das sind alte Batterien, ja. Ja, aber ich habe jetzt keine zum Testen. Ja, das Problem ist. Da sind die ausgelaufen. Genau. Das ist noch das Problem an den Sachen. Ah, Igitt. Ist das? Ja. Egal. Ja, sie sind ausgelaufen, sie sind quasi schon rausgelaufen hier auf das Ding. Aber hast Glück, ich kann die reparieren. Wenn sie kaputt sind, ich weiß nicht. Wenn. Ja, was wolltest du denn jetzt dafür haben noch? Ja, und, Spiele, wie gesagt, so das hier würde ich jetzt gerne 10 für haben, für die anderen 5. Ja, und den Gameboy? Und den Gameboy, gut, der gehört meiner Frau, die hat ja jetzt gesagt, dass sie schon gern 50 Euro haben wollte. Wie viel? 50. 50? Das ist ein bisschen zu viel für einen. Ja. Also ich wäre jetzt ungefähr mit den Spielen, also das 5, ja. Ja, wie ist das Tetris, ne? Das ist nur Tetris und super alt. Das ist nur Mickey. Schatz hat er auch schon. Ja, ich muss jetzt auch ausgehen, dass er jetzt nicht funktioniert. Du hast noch Batterien. Hast du Batterien? Das weiß ich gerade gar nicht. Das sind diese größeren. Das sind die größeren. Ich kann mal kurz gucken gehen. Ja. Ja. Schau mal, können wir sehen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Aber hast du schön dekoriert hier, ne? Ja. Jetzt hätte ich es schon 1000 Mal gemacht, aber. Ach. Ich habe welche gefunden, die waren jetzt nirgendwo drin. Ich weiß nicht, ob die noch Saft haben. Ach, ich brauche mal nur einmal anlaufen lassen. Ich denke, er wird noch funktionieren, das hier nicht. Ja. Er hat ein Geräusch gemacht, aber. Na komm. Er blinkt auf jeden Fall auf. Ja. Die Batterien sind auch. Das sind dann liegt das an den Batterien. Weil die sind auch sehr leicht schon. Ich denke mal, das man kann, glaube ich, so irgendwie testen, wenn die springen oder so, dann sind sie leer, glaube ich, ne? Oder wie war das noch? Ja. Oder wenn sie nicht, ich weiß es nicht genau. Irgendwie war das so. Ja. Bin dir aber ganz ehrlich, ich will nicht zu unverschämt sein, 50 würde ich für alles geben. Okay, gut. Kommen wir klar? Ja, klar. Na, kriegst du einen Fofi zum Beispiel. Ja, Leute, jetzt habt ihr gleich 2 Szenen gesehen. Das eine ist einmal, ich habe bei dem einen nachgefragt, ob er noch Sachen hätte. Und er sagte, ja, meine Frau hätte noch Sachen, die liegen quasi nur rum. Und kam dann raus mit einem Pokémon-Spiel, einem Pokémon Blau. Ich zeige euch das mal eben. Es ist echt in schlechtem Zustand. Er hat es auch selber gesagt. Und dann habe ich gesagt, so, was bedeuten die 10 Euro? Er sagte, ja, weiß gar nicht, warum das draufsteht. Ich denke mal, das ist der Preis, den die damals gezahlt haben, diese 10 Euro. Das passt auch soweit mit dem Zustand. Und das wurde wahrscheinlich nie abgemacht.
Ja, da habe ich dann natürlich einfach gefragt, ob er das vielleicht für 5 Euro verkaufen würde, wenn schon 10 Euro dran steht. Und darauf haben wir uns auch geeinigt. Wie gesagt, Pokémon Blau habe ich dort für 5 Euro gekauft. Und da habe ich natürlich gefragt, ob er das Gerät vielleicht auch noch verkaufen möchte. Er wüsste aber nicht, wo das wäre. Da müsste seine Frau nachgucken. Und da habe ich gesagt, ich komme später wieder. Ich habe dann eben eine kurze Runde, bin dann wieder hingekommen und dann lagen die Sachen auch da. Lagen natürlich auch wieder auf dem Tisch, ne, wie es immer so ist. Die wollen ja auch verkaufen. Aber nichtsdestotrotz habe ich ihn trotzdem bekommen. Ich zeige euch mal eben den Gameboy. Hier haben wir einen Gameboy Color in der Farbe Gelb. Er ist nicht im besten Zustand. Er hat sich auch irgendwo, Batterien sind auch ausgelaufen. Aber ich denke mal, er wird soweit auch funktionieren, auch wenn sie ausgelaufen sind. Ich habe hier auch Batterien liegen. Ich würde mal sagen, wir testen den mal ganz kurz und schauen mal nach, ob er funktioniert. Und er macht, was er soll. Und Ton ist auch da. Demnach, er läuft, er muss nur einmal auseinandergebaut werden, gereinigt werden. Und das war's. Dann gab es noch ein paar Spiele dazu beim zweiten Deal. Also beziehungsweise einmal habe ich hier einen Tom und Jerry für den Game Boy Color. Ah, komm, Fokus. Dann gab es auch einen Mickey's Racing für den Game Boy Color. Auch in gutem Zustand. Dann haben wir noch einen der Klassiker Tetris. Da ist ein bisschen vergilbt, man sieht es jetzt auch. Also sonst gut. Und dann war da noch ein Super Mario Bros. Deluxe bei. Das Spiel ist auch gar nicht so günstig. Das alleine das Modul. Gut, der Zustand ist jetzt nicht perfekt, aber im perfekten Zustand ist es so zwischen 25, 30 Euro wert. Ich denke mal, 20 Euro wird es wahrscheinlich immer noch bringen, das Spiel. Also heißt, wie gesagt, Leute, ich habe für alles, jetzt mit dem Pokémon-Spiel zusammen, habe ich bei ihm 55 Euro bezahlt. Der Deal war mehr als fair, würde ich sagen, für beide Seiten. Und ich würde mal sagen, Leute, ab zur nächsten Szene. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich frage mal ganz schnell nach. Ich habe nicht so viel Zeit, nämlich ich muss heute auch arbeiten. Ich suche sowas wie Nintendo-Spiele. PlayStation, Nintendo, Game Boy, Super Nintendo. PlayStation. An die habe ich überhaupt nicht gedacht. Nee, deswegen frage ich immer nach. Das ist immer so. Also, zu 8. Spielst du mal hoch? Genau, spielst du mit der PlayStation? Das sind aber alte, ne? Ja. Holst du mal die PlayStation-Spiele? Okay, kannst du mir noch mal einmal holen? Weißt du, was du mir jetzt holst? Du holst mir diese ganze Sammlung von... Die wollte ich mir abgeben. Die ganze Sammlung von Pokémon. Die Bücher und die riesen... Die Bücher liegen oben auf dem Kicker. Guck mal, DVD, da hätte ich auch noch Interesse dran, für meinen Neffe. So, jetzt, dann nimmst du jetzt bitte einmal... Hallo. Ich. Da. Nur, ja, die wollen natürlich, dass sie hier komplett sind, ne, die Leute. Das ist das nämlich. Ja. Singstar, Singstar, Singstar. Ihr habt nur Singstar gespielt? Ja, wir früher. Nee, wir haben auch noch andere. Singstar, Singstar, FIFA. Und Singstar. Ich glaube so wirklich. Alle FIFA. Ich weiß nicht, was wir oben noch haben. Musst du nochmal umgucken gehen. Aber ich Nein, das sind die einzigen, die wir für PlayStation haben, Mama. Genau, wir haben eigentlich nur die PlayStation dafür gekauft gehabt. Ja, ich sage mal alles, so Nintendo, PlayStation, alles. Alles, was mit dem zu tun hat, was ihr loswerden wollt. Also alles mit PlayStation, Nintendo, Sega, Game Boy, DS, was weiß ich. Nee, das haben wir alles nicht mehr. Game Boy hatte ich, aber das ist Gott. Nein, das ist auch kein Game Boy. Das ist ein Game Boy, der irgendwann kaputt geht. Alles. 14. Euro. Mhm. Also ungefähr 1 Euro pro Spiel. Ja. Und die, ich weiß nicht, wie viele Pokémon DVDs habt ihr denn da? Da haben wir nicht. Ja, sind noch welche eingeschweißt sogar noch? Ja, original. Meisten. Wurden nie geguckt. Mhm. Die meisten? Das ist ja unglaublich. Ist alles
Ja, aber da müssen wir erstmal sortieren. Ich weiß ja, für die. Erste Staffel, 1, 2, 3, 4. Also 1, dritte Staffel. Zweite Staffel. Dritte Staffel, erste Staffel. Erste Staffel, 1, 2. Wir waren denn immer eine Staffel 10? Zweite Staffel. Dritte Staffel. 7, 8, 9. Dritte Staffel. 1 bis 3. Unglaublich. Was wollt ihr für eine Film, für eine DVD hatten denn überhaupt? Ja, die hatte ich völlig vergessen. Warte mal, die kannst du mir auch. Wo kommen die überhaupt her? Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Haben die aus der Zeitschrift oder sowas? Was? Diese Filme? Ich weiß nämlich nicht, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Ich weiß, das ist eine Serie. Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich weiß nicht, wo sie herkommen, diese Dinger. Ja, nee, sortiere 42, 40, 40. 41 hier. 39, 37, 38, das ist eine Serie. So, 7 dahinter. 37. So, jetzt haben wir hier noch 14, 15. So, und jetzt müssen wir noch einmal, jetzt gucken wir erst noch mal angucken. Wir hatten alle. Es fehlt noch 16, 17, 18. Warte mal. Da waren die drauf, auf diesen Zeitschriften. Da gab es viele DVDs mit drauf, genau. Da waren die mit drin. So, jetzt gehen wir noch mal gucken. Ja, aber kann das sein, dass vielleicht das im Gerät noch liegt? Oder ist hier die CD? Willi, gehst du mal mit rein? Da fehlt die CD. Kannst du mal gucken, ob du die findest? Ein DVD-Player vielleicht. Kann sein, dass die Väter drin. So. 16, 17, 18, genau, das musst du jetzt hier gucken. Doch, die ist vielleicht einzeln in dem Homo-Ding. Hier hinten gab es nämlich noch mehr. Die gehen nicht bis 51. Die gehen mit 51 Stück? Ja. Wahnsinn. So, jetzt gucken. Jetzt, weißt du was? Frag mal Papa, der kann einfach auch mal mitgucken. So, das ist jetzt so. Genau, die Männer können auch mal was tun, ne? Genau. Feiern und jetzt muss er auch. So, die gehören dazu. Die eine, die 26, guckst du jetzt gerade nach. Mhm. Und dann müssten sie ja alle da sein, ne? Mhm. Unglaublich. Aber auf jeden Fall, Kinder waren Pokémon begeistert. Ich schau mal, wo die abgeblieben ist. Fahren wir schon mal nach, was wolltest du denn dafür haben? Für die Dings 30. Und die muss ich erst durchgucken, ob die, ich weiß nicht, wie weit die, weil da waren sie aktiv dabei, wie viel wovon dann noch aufbauen. Da kann ich mal kurz nachgucken, ich habe eine Zeit. Und, ich wurde die gefunden oder nicht? Nee, die wird wahrscheinlich im Wohnmobil in einer Schatulle sein, weil da ist der einzige DVD-Player, den wir noch haben. Ja, und zwei, wie viel? So, folgendes. Warte. Also eine fehlt, die kann ich mir aber zur Not nachkaufen, das ist nicht das Problem. Die gibt es sogar noch. Mhm. Ja? Hefte sind nicht alle komplett, aber die Hefte brauche ich jetzt auch nicht, die können sie noch so verkaufen. Also wir haben jetzt bei 15, 30, sagen sie, ne? Mhm. Machen wir 40? Alles? Das ist eure Sammlung. Ach, das ist deren Sammlung? Ja, die haben sie abgekriegt. Nein. Vom dann. Onkel. Deswegen sind die auch so durchgenudelt, die Dinge schon. Ja, 40 Euro. Nein, 45. Dankeschön. Ja Leute, was soll ich sagen, da kam ich auf dem Hof an und ja, da war eine Dame mit ihren ein paar Kindern quasi gerade im Auspacken und da habe ich gefragt, ob sie Videospiele hätte und da sagt sie, ja, wir haben noch ein paar Playstation-Spiele und was würden sie dafür geben, wollt ihr gleich wissen, ich muss die Spiele sehen, ich weiß nicht, was das ist, was dabei ist und da sagt sie, ja, wir gucken mal. Und dann, währenddessen ich da gewartet habe, hat sie dann zu einem von ihren Kindern gesagt, so, du holst jetzt sofort die Pokémon-DVDs. Und dann wurde ich etwas hellhörig, habe ich gesagt, so, da hätte ich auch eventuell Interesse dran an Pokémon-DVDs. Und womit die ankam, das hatte ich nie erwartet. Nie im Leben. So, ich zeige euch den ganzen Stapel mal eben. Leute, guckt euch das an. Das ist, diese DVDs sind quasi von diesen alten Zeitschriften, wo man drei Folgen immer hatte. Das ist der erste Stapel. Dann haben wir hier den zweiten Stapel. Der ist ebenfalls genauso groß. Und, weil das noch nicht alles war, habe ich hier noch einen Stapel. Manche sind so noch sealed, wie hier zu sehen. Manche sind auch sealed, noch gar nicht ausgepackt. Und ich habe trotzdem weitergekauft, diese DVDs. Und was soll ich sagen, Leute?
Es gibt insgesamt 52 DVDs. Eine hat gefehlt, die 26 hat gefehlt und die 52 wurde auch nicht mehr gekauft. Ansonsten sind alle da. Ich habe jetzt die 26 und die 52 direkt nachgekauft. Somit habe ich das Set wieder komplett jetzt bald, sobald der Postbote da war. Und wie gesagt, die DVDs behalte ich definitiv. Das geht in meiner Sammlung. Aber ich habe auch noch dort Spiele gekauft. Sie hat dann Thingstar-Spiele gehabt. Ich zeige euch die jetzt nur mal so schnell, weil das sind ein paar mehr. Und ich zeige euch die mal, wir sind alle komplett mit Anleitung und CDs sind auch alle top. Einmal haben wir jetzt Thingstar 90s. Das Komische ist, ich habe erst das Spiel gar nicht gekannt. Jetzt habe ich es mittlerweile dreimal. Keine Ahnung, ich glaube, es ist ein Fluch. Ich glaube, ich werde Thingstar 90s Sammler oder so. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir jetzt Thingstar The Dome. Auch in einem guten Zustand soweit. Dann haben wir Thingstar Party. Dann haben wir hier nochmal Thingstar 80s. Dann haben wir nochmal, Thingstar Poppets. Dann haben wir nochmal Thingstar Walks. Dann noch ein Thingstar Poppets. Warum man das doppelt kauft, weiß ich nicht. Vielleicht vergessen, dass man es hat. Oder vielleicht im Konvolut gekauft, weiß ich nicht. Thingstar Deutschrock Pop. Dann haben wir Thingstar Hottest Hits. Thingstar Après-Ski. Wie gesagt, es sind einige. Dann haben wir noch Thingstar Schlager. Dann haben wir Thingstar Summer Party. Dann haben wir hier noch ein Thingstar Hottest Hits. Vielleicht könnt ihr mich nicht mehr sehen, wenn ich weitermache. Dann haben wir jetzt Thingstar Legends. Und Leute, das war's. Wie gesagt, diese drei Stapel hier. Erstmal wollte sie für die Thingstar-Spiele, das sind 14 Stück. Ich habe gefragt, was sie haben wollte für die 14 Spiele. Da hat sie 15 Euro. Ja, was soll ich denn da noch handeln? Das brauche ich nicht mehr handeln. Dann die DVDs. Die Pokémon-DVDs, was wollen sie denn für die DVDs haben? Da hat sie 30 Euro. Ja, also wenn wir insgesamt bei einem Gesamtpreis von 45 Euro gewesen, da habe ich dann natürlich einfach mal gefragt, ob sie auf 40 macht und dann hat sie was gemacht. Das wusste ich nicht, Leute. Ich dachte, ich würde es mit ihr handeln, dass das auch ihr Geld ist. Das fragt sie ihre Tochter, seid ihr mit 40 Euro zufrieden? Ja. Und die haben dann ja gesagt, ist so, nein, das machen wir nicht so. Habe das Geld, sie wusste nicht, was passiert. Ich habe ihr dann 45 Euro, habe ich den Kindern begeben und damit handle ich dann auch nicht. Ne? Also wie gesagt, die Preise sind super dafür und ich freue mich, dass ich diese drei Staffeln endlich in meiner Sammlung habe und ich würde mal sagen, Leute, ab zur nächsten Szene. Ne? Achso, ich heiße draußen. Guten Morgen. Upsala. Der frühe Vogel, ne? Hallo. Kann man schon mal das nachfragen? Klar. Ich suche sowas wie Nintendo-Sachen. Nintendo, Playstation-Sachen, Game Boy. Gibt's hier. Siehst du? Aber nur Spiele, ne? Das ist egal, ob Spiele, Konsole oder was auch immer. Ah, hier. Na? Genau, fünf Spiele. Ja. Kannst du mal kurz nehmen. Ich muss auch gar nicht wieder loslassen. Was? Du brauchst doch gar nicht wieder loslassen, sag ich. So, was loswerden oder was? Ja, klar. Also, sonst würde ich es nicht sicher, ne? Ja. Das. Warte. Ich brauche zwei Hände. Ja. Was soll ein Spiel denn kosten? Willst du alles zusammen haben? Eigentlich nur, wenn dann. Das spiele ich noch. Ein Zehner. Zehner. Ja, können wir machen. Anleitung hast du aber, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee, leider nicht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin da noch angehalten, da war eine ältere Dame, die hat so Porzellan gehabt, aber da war auch noch ein jüngerer Mann, beziehungsweise ich denke mal, es ist ihr Sohn gewesen, der war auch noch am Aufbauen, ich habe nach Videospiel gefragt, sie hat mir ihm rübergerufen und er sagte, ja, komm mal hier hin, ich habe noch was. So, jetzt waren da nur Spiele bei wie Big Brain und sowas, also alle so Spiele, die man ja nicht unbedingt haben möchte, ne? Aber es war trotzdem ein Knaller dabei und es war dazwischen ein Pokémon Soul Silver für den Nintendo DS.
in einem sehr, sehr schönen Zustand. Leider, leider, leider ohne Anleitung. Aber das Modul ist drin. Es ist auch alles gut. Und da frage ich ihn so nach, was wolltest du noch für dieses eine Spiel haben? Da sagt er zu mir, ach, gib mir 10 Euro. Und ja, das habe ich natürlich auch gemacht. Und Leute, 10 Euro Pokémon Soul Silver. Geiler Deal, oder? Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, wie gesagt. Ja, und Leute, zwei Deals kommen noch. Zwei kommen noch. Also Leute, weiter geht's. So, fahrt mal direkt nach. Obwohl moin. Moin, ist das sowas wie Nintendo-Spiele, Playstation-Spiele, Game Boy? Ja, da haben wir ja. So, Leute, jetzt die letzte Anlaufstation, weil ich muss zur Arbeit. Was habt ihr denn? Nur ein paar. Ja, was soll denn pro Paar kosten? Ja, ich jetzt überrumpel ich, ne? Aber ehrlich gesagt, noch nicht drüber gesprochen. Robin? Oh Mann. Ein Spiel 5 bis 10 Euro. Ja, das Ice Age würde ich noch eventuell mitnehmen. Machen wir da 5? Ja. Ja? Na dann. Dann nehme ich das eine noch mit. Letzter Kauf für heute, weil ich muss jetzt zur Arbeit. Ja Leute, kurz bevor ich gefahren bin, hatte ich wieder noch zwei Deals mehr. Der eine ist ein kleiner Deal gewesen, da habe ich noch ein PS4 Spiel gefunden. Ich habe nämlich einmal das Spiel Ice Age für die PlayStation 4. Das Spiel fehlt mir sogar noch, das habe ich noch nicht. Soll ganz lustig sein, das Spiel. CD hat auch keine Kratzer. Und gekostet, also geeinigt haben wir uns bei dem Spiel. Ja, er wollte 5 bis 10 Euro haben, der Junge. Ich habe einfach gefragt, 5 Euro. Und er hat dann auch gesagt, ja, das passt. Also demnach, wie gesagt, 5 Euro mit für Ice Age. Der Deal ist ganz gut gewesen. Und ich würde mal sagen, Leute, kommen wir zum Abschlussziel, ne? Also bis gleich. Guten Morgen. Ich frag mal direkt nach, weil ich muss zur Arbeit. Nintendo-Sachen, Playstation-Sachen, irgendwas? Game? Nintendo DS nur. Nintendo DS, ja, sowas auch. Also, mir habe ich noch nicht rausgekriegt. Ich muss gleich nochmal wiederkommen. Ja, ich würde jetzt hier hochfahren. Also ich muss 11 Uhr bei Arbeit sein. Ich habe so 10 Minuten, 15 Minuten, geht das? Ja, das passt, alles klar. Dann bis gleich. Alles gut. Da habt ihr noch was. Da habt ihr noch was, ja, das stimmt. Komm, ja. Darf ich da gucken? Ja, klar. Sind noch Spiele da oder sind haben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das alles Drei Stück, drei Kinder. Ja. damit die ja nicht meckern. Ich kenne das. Ich kenne das. Mein Neffe und die Freundin von meinem Bruder, die hat auch noch Kinder, yeah. Und jetzt haben die zwei Nintendo Switch, damit die in die Köpfe kommen. Oh, das ist ätzend. Eine ist bei uns schon kaputt gegangen. Eine Switch, ja. Ihr habt aber zwei von euch gleichzeitig kaputt, ne? Ihr habt da beide dran Schuld gehabt. Ja, ich habe eigentlich meine Flasche ausgetauscht. Ja, eigentlich war die Flasche ausgetauscht. Ja, Interesse habe ich. Geld drin war. Wasser. Das war Leos Flasche. Ja, natürlich war das Leos. So. Kriegen wir preislich irgendwas hin, wenn wir eigentlich nicht alle drei mitnehmen? Marc, guckst du mal? Bestimmt kriegen wir das hin. Hast du irgendwas? Was? Was kann man da draufstehen? 20 Euro pro Stück. Was sagst du? Was meinst du? Machen wir einen Vorschlag. Ich sag ganz ehrlich, ein Fuffi. Okay, hast du passend? Hab ich passend. Ich glaube, wir haben noch gar kein Geld. So Leute, jetzt hatte ich auch wirklich Zeitnot. Also ich habe noch einen Abschlussdeal. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, ich war einmal kurz vorher da. Und dann habe ich das Ice Age gekauft und dann bin ich wieder zurückgefahren, weil die waren noch im Ausparken und sagten, das ist irgendwo im Haus und die bräuchten ein paar Minuten. Ja, ist dann so. Aber wie gesagt, es ist jetzt quasi mein Abschlussdeal und was ich dort gekauft habe, sind ein paar DS, Leute, Nintendo DS-Geräte. Ich
Die haben drei Kinder und die haben ohne Scheiß, die haben drei Geräte. Wir haben einmal einen grauen, in einem sehr schönen Zustand. Einen grauen DS, keine Kratzer, gar nichts, also wirklich schick. Und die Display ist auch noch schick, obwohl es Kinder bespielt haben, also wirklich super. Dann haben wir hier einen schwarzen, der hat schon ein bisschen mehr Macken. Wie man so sehen kann, der ist schon ein bisschen zermackt. Aber Stift ist immer noch da. Und der hat hier auch unten auch leichte Kratzer. Da seht ihr es. Aber noch vertragbar. Also es ist noch vollkommen im Rahmen, sagen wir mal so. Dann haben wir einen weißen DS noch. Einen komplett weißen DS. Leider ist hier oben das Scharnier gebrochen, hier oben. Das sieht man da auch an der Seite da. Da ein bisschen gebrochen. Beziehungsweise es ist nicht direkt das Scharnier. Beziehungsweise er hält sogar noch. Also es erhält sich sogar. Das ist einfach nur ein optischer Mankel, jetzt kann man sagen. Und wie gesagt, hat auch leichte Kratzer, aber nichts, alles vertragbar. Dann gab es dazu noch das wusste ich gar nicht, das gibt hier Action Replay. Action Replay für den DS. Davon habe ich zwei. Dann haben wir hier noch zwei, hier diese Flashkarten. Hab noch nicht geguckt, was drauf ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Und hier habe ich noch eine Flashkarte, ebenfalls die M3. Flashkarte. So, das war dabei. Ladekabel waren auch mit dabei, die brauche ich euch ja wohl nicht zeigen. Und auf den Geräten stand drauf 20 Euro. Und wir haben uns dann auf 50 Euro für die drei Geräte allen drum und dran geeinigt. Und ja, das war auf jeden Fall ein Top-Deal. Und Leute, wie gesagt, das war mein Flohmarkt-Video. Wie gesagt, Leute, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch. Lasst doch gerne einen Kommentar runter, was ihr am geilsten gefunden habt. Und was soll ich euch wie immer wünschen? Ich wünsche euch wie immer einen guten Morgen, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Und Leute, haut rein und bis nächstes Mal. Ciao.